Hallo und herzlich willkommen zu meinem vierzehnten 7 Days to Die Stream. Wir haben es Samstag, 24. März 2018, 8 Uhr morgens, Windows 7 Internetzeit. In wenigen Minuten los. Was soll ich ja wieder haben? Sogar Methoden aus dem Spiel. Okay. Ich muss noch mal kurz aufstehen. Eine Minute etwas tun. Und dann bin ich schon wieder da. Dann mache ich mal mein Kürzel rein. Zack. Dann gucken wir mal, wer Samstagmorgen wach ist. Noch niemand. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Mein iPod ist schon wach. Was war? Ich habe einen neuen Ohrwurm im Kopf. Rolle runter, das nervt nämlich. Das hat auch niemand gehört. Leider. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ach so, Locken dauert noch ein paar Minütchen. Das Spiel ist wirklich eine Lade. Ich sag's nicht. So. So.
Ach, ich mache heute auch mal ohne Cam. Jetzt keinen Bock auf Cam. Bin zu müde. Das Kürzer muss weg. Test, Test. Oh, das ist auch okay. Jetzt ist es langsam etwas frisch. Aber ich warte noch eine Stunde, bis ich meine Heizung wieder anmache. Jetzt ist es aber zu schnell zu warm. Das freut mich auch nicht. Ich liebe es, dass sich das Spiel immer noch nach unten schmeißt. Bam, bam. Bam, 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 bam. Alpha 164. 68. Nee, Alpha 16.4. 68. Genau, wir waren beim Holzhacken. Jetzt haben wir schon 8:06, oh Gott. Noch drei solche Pfeile habe ich noch. Will ich jetzt auch loswerden. Oh, ich endlich Eisenpfeile nehmen kann. Lebt immer noch. Geht. Hi UFO. Schön, dass ich dich heute noch antreffe. Ich wollte dir und allen anderen noch einen Link vorhin geben. Habe ich von einer Kumpel, hat mich kaputt gelacht. Ist ein YouTube-Gag. Wolltest du unbedingt zeigen? Eines der witzigsten Dinge, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Ich hau das jetzt mal in den Chat, ich erlaub's mir mal. Das ist einfach zu geil, das Ding. Vielleicht kennst du es ja auch schon. Aber das muss man gesehen haben. Schön uralt, ich habe es auch schon kennengelernt. Fähigkeit Stahl übrigens schon. Stahlschmieden. Werkzeugschmied 6, Waffenschmied 4, Wissenschaft 3. Bitte kaufen. Ja! Jetzt gibt es Stahlpfeile. Ab jetzt gibt es Stahlpfeile. Nur noch Stahlpfeile. Wobei die ich gefunden habe, die will ich jetzt natürlich auch noch nutzen. Ich brauche Federn. Tung, 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 tung. Tacken laut, hält mein Computer. Einen Tacken laut habe ich ihn.
Peter. Was? Ich habe noch einen normalen Pfeil. Weit weg. Lülülülülü. So, Ufo, hörst du jetzt den Frühaufstehern? Tüdelülülülülü. Wieder Spiel 20 bis 20. Echt? Kennst du den Typen? Bei bis 24, manchmal aber auch mehr. Ich kenne ihn seit ein paar Stunden. Ach ja, die gute alte Ausdauer. Das ist mal Essen, Alter. Oh oh. Cooles Video. Nö, kannte ich nicht. Cool. Dann war es jetzt ein Zitat von dir. Ist geil, oder? Ich liebe es. Da kommen Leute und meckern einen Feuerschießer, die einfach mal einen Haufen. So muss das laufen. Ich fahre heute wieder zu meiner Mutter mit meiner Atze. Okay, was gibt's da Schönes? Was zu essen? Nette Gespräche? Und gleich mal zerlegen. Zerlegen dauert immer sehr lange. Du bist aber auch beschäftigt in letzter Zeit. Das ist der Wahnsinn. Ja. Gut. PS, ich habe mir jetzt fest vorgenommen, mich nur noch von Pizza und Chips zu ernähren. Oh Gott! Das ist nicht Nahrung. Mit Mutter komme ich gut klar. Probleme gab es eher mit Vater früher. Okay. Was ist eigentlich mit deinem Vater? Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Hast du da mal was erzählt? Existiert er noch? In irgendeiner Form? Falls nein, verzeih mir mein 24-Stunden-Sekunden-Gedächtnis. Mein 12-Sekunden-Gedächtnis. Vor 5 Jahren, auch das ist schade. Okay. Mach mir einen Kaffee. Jo, mach mal. Jo, was ist denn mit denen seine Ausdauer los? Warum ist denn die so krass im Keller, ey? Komm mal her, ich hab Eisenpfeile. Los. Zombie, Zombie, Zombie. Oh, scheiße. Erwischt. Lauf doch. Dass er jetzt mal stehen bleibt.
Nachdem ich Eisenpfeile habe, tun mir Zombies fast leid. Zerlegen. Sag mal, wenn du wieder da bist, ich habe noch eine Frage. Ach nee, hat sich erledigt, ich habe schon was anderes vor. Schüler spielt Spiele, in denen man Spiele spielt, ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Sims, Uwe. In Sims kann man als Sim ja auch simuliert Videospiele spielen. Die Idee ist nicht neu. Wir hatten schon einige andere verrückte Videospieler. Oder GTA oder in den Spiel Timesplitters. Da konnte man auch schon Videospiele im Videospiel spielen. Oder Donkey Kong 64. Auch da konnte man schon Videospiele im Videospiel spielen. Die Idee ist nicht neu, aber so wie er es macht, ist es genial. Ne? Das Spiel sollte dabei helfen, deine Spielsucht zu überwinden. Du musst aber schon Level 50 werden, bis du das Spiel im Spiel ausschalten kannst. Selbst wenn du es im Spiel ausgeschalten hast und was anderes machst im Spiel, spielst du ja immer noch ein Spiel. Ich liebe es. Das heißt, es ist völlig egal, ob man den Spiel Spiele spielt oder nicht. Er spielt in Real Life immer noch ein Spiel. Herrlich. Und während er in Real Life Pizza Chips ist, ist auch ein Spiel, Pizza und Chips. Zu geil. Man kann im Spiel seine Berufsausbildung nachholen. Ja, geil, ne? Da sind so viele Gags. Beim ersten Mal angucken hatte ich ein Lachflash. Da habe ich mich bei irgendeiner Szene geschmissen. Ich weiß nicht, ob das wegen dem Typen war, den er da über den Haufen geschossen hat. Aber war auf jeden Fall sehr cool. Du, ich habe Eisenpfeile. Hallo, ich habe Eisenpfeile, habe ich gesagt. Stirb, sterben. Sag ich doch. Ach, ist schon. Zwei Eisenpfeile reichen. Nicht schlecht. Ding hier mal reparieren. Wobei, ich kann mir wahrscheinlich beide Stahl basteln. Aber noch nutze ich die Eisenwerkzeuge. Die sind nämlich schon ganz schön. Ach ja, ich wollte ja mal Dings erhöhen. Bergbau. So wie ich konnte, wollte ich ja nochmal Bergbau erhöhen. Genau das hier. Scheiße, kostet 10. Na gut. Oh, mein Typ verhungert nicht. Kann man verhungern und stirbt man dann? Ich gar nichts mehr zu essen. Vielleicht sollte ich mir ein paar Beeren suchen. Wobei, schimmliches Brot soll ja schmecken. Hey, heb das auf, heb das auf. Koste mal.
Hey, den schmeckt das. Der frisst schimmliges Brot. Igitt. Bin Rela vor kurzem auch erst wieder schimmlichem Brot begegnet. Moment. Zack. Du kannst mit der Werkbank Patronen bauen, mit Patronenskill. Wie heißt denn das? Also welcher Punkt ist das? Feuerwaffenschmied habe ich doch schon 5. Ich gehe mal davon aus, dass ich 9 mm schon machen kann. Werkbank habe ich ja seit vorhin, wenn du es mitgekriegt hast. Los, komm her, Zombie, ich habe Eisenpfeile. Los, ich habe Eisenpfeile. Hallo, ich habe Eisenpfeile. Alter, 2 Pfeile und die liegen. Man kann direkt 9 mm gehen. Steht nicht höchster Verbrauch. Doch, Tatsache du. Hab ich schon. Komisch, warum habe ich das schon? Hab noch nie welche hergestellt. Egal. Freue mich auf jeden Fall, dass ich schon hab. Gut, krieg ich mal hin. Vorhin übrigens erstmalig Maisbrot gebacken. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Du warst vorhin so schreibfaul. So. Ach, jetzt ist dem gnädigen Herr wieder warm. Ja, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Schneeball, was auch immer ich damit soll, weg damit. Müll, Müll, Müll. Oh, Schmerzmittel sind nicht schlecht. Was ist das hier für ein Zeug? Ach, Blei. Solche Stellen habe ich schon mal gefunden. Ich hack übrigens keine großen Bäume mehr. Ich habe mir mein ganzes Waldgebiet und meine Hütte rumherum versaut. Fand ich nicht hübsch. Ich wollte eine Hütte im Wald und auf einmal hatte ich keinen Wald mehr. Deswegen hack ich nur noch kleine Bäume. Natürlich habe ich mittlerweile wieder Wald hingemacht. Das sieht auch ein bisschen aufgesetzt aus. Hier hat man das Blei. Sind auf der Jagd, wo sind sie? Ich will nach Hause. Morgen, hallo Zampe. Mein Gott, ich habe geile Zuschauer. Ich stream 4 Uhr nachts, sie sind da. Ich stream 8 Uhr früh, sie sind da. So läuft das hier.
Ach, Kaffeebohnen hätte ich pflanzen können, seht ihr? Fällt mir gerade ein. Liebe den Bogen, er könnte zu meiner Lieblingswaffe mutieren. So wie ich Stahlpfeile habe. Zampe, willst du mal ein witziges Video sehen? Ich hätte da mal einen Link. Ja, ich wahrscheinlich noch 10-mal in Chat heute werfen. Oder morgen oder immer. Ich liebe dieses Video. Hast du Bock? Hast du Interesse? Ein Gag von Dennis und Jesko. Keine Ahnung, ob die kennst. Johannes Schlüter, Ego-Shooter. Uralt, aber ich kenne es seit ein paar Stunden. Ach, da lang. Ich habe jetzt übrigens herausgefunden, wie man Glas herstellt, nachdem ich gestern mir einen ganzen Sand versaut hatte. Also vorhin. So. Weil ich Sand hier Stein zu Sand zermahlen habe. War nicht so klug. So. Wegen Stahl nochmal. Das ist das Zeichen für Schmiede. Iron und Clay. Ja, aber ist hier Schmiede das Eisen? 20, 10.
Ach so, mehr halt davon. 10, 5, 20, 10. Auch halt mehr. Auch noch aus Lehm. Schade, ich dachte, man macht noch Kohlenstoff mit zu. Wäre sinnergebend, aber die Entwickler wissen wahrscheinlich nicht, aus was Stahl besteht. Schade. Ich hätte jetzt den Kohlenstoff, den es in den Spiel gibt, dazu gepappt. Das wäre äußerst realistisch gewesen. Junge, kann man das Gamma noch höher drehen? Das ist nach 8 so nervig dunkel. Das ist schon mal 200%, na super. Kann ich einfach Geld mitnehmen? Der ist, glaube ich, in der Tasche. Ich laufe nie mehr ohne Fackel durch die Gegend. Ich lade jetzt mal nebenbei Ark runter. Viel Spaß! Zack. Zack. Heilige Scheiße. Ich weiß, das ist ewig groß. Ich weiß es nicht, wie groß ist es denn? Halo 5 hat 91 GB und das? Ach du Scheiße, wie groß ist lang? Das ist Wald, noch ein Berg, noch ein Gebiet, noch ein Wald. Ist gut. Ach, jetzt nimmt er die ganze Zeit Tabletten, ich wollte doch das hier trinken.
Scheiße. Ja, jetzt muss ich mich doch langsam wieder zur Heimat machen. Ohne Trinken wird es echt gefährlich, das Spiel. Das hab ich schon hinter mir. Oh, praktisch. Der Zombie hat mir Trinken gebracht. Das nenne ich Service. Ich dachte, dass es mehr ist. Sind ja doch nur 20 GB. Ach, das ist ja gar nichts. Das ist ja nichts, genau. Eigentlich sind es eher 60 GB, komisch, echt? Hm. Aber eins weiß ich ganz sicher. Und zwar, dass ich ewig oft jämmerlich krepiere. In Ark? Nein, ah, was wirst du, Zamba? Beruhige ihn noch.
Müssen ja so viele Zombies rumlatschen. Weg hier. Ach, warum müssen die mich immer erwischen? Ich will das nicht mehr. Wobei. Ein richtig geiles Zeug bekommen. Zack. Ah, ich brauche Antibiotika. Sinkt mein Level wieder und darauf habe ich ja mal null Bock. Raptoren. Cool. Es gibt denn schwer Raptoren. Hat da rein durchzusteigen. Ja, auch T-Rex. Cool. Das macht das Lust auf mehr. Ruck, Essen ran. Ruck, Trinken ran. Ruck, Antibiotika ran. Ach, Antibiotika. Antibiotika, hallo. Okay.
Jetzt die Pistole reparieren? Da fehlt mir da. Ne, da fehlt mir das Rezept. Samen. Unten Haufen andere fiese Tiere und man kann da die alle als Reittiere benutzen. Also auch den T-Rex. Aloe Vera erwachsen, ich weiß es nicht. Gott, das dauert ja Jahre. Das Zerlegen, das dauert jetzt gerade wieder 5 Minuten. Das ist Krise. Ich sehe das ja hinten als Beet. Okay, holen wir mal Kaffee. Och nee. Oh. So Stunde Däumchen drehen. Und gucken wir mal, wie es meiner Mauer hier hinten noch geht. Alles noch frisch ist. Voll gut aus. Also ich glaube, eine Blutnacht übersteht man hier. Ja, da sieht nicht so frisch aus. Ja, sieht nicht frisch aus. So, Days hast du schon gespielt, Sampa? Gute Frage. Ah, da möchte man nicht runterfallen. Machen wir mal ein bisschen, was schon an Eisen da ist. Halbieren wir es mal. Feuerspitze aus Stahl. Dafür brauche ich ein CAU. Scheiße. Dann mache ich meinen Kaffeebohnen. Ach, da brauchen wir noch 2 Minuten.
Geschossspitze, Schießpulver, Patronenhülse. Kohlebrocken und Nitrat, 1:1 Verhältnis. Ach du Scheiße. Ich bin handlungsunfähig in 7 Days. Total handlungsunfähig. Weil ich jetzt einfach nur Stunden warten muss. Ah, ein bisschen Schießpulver habe ich schon. Aber egal. Während der das hier herstellt, fahre ich mal zum Händler. Kaufe auch ein bisschen was. Das kann man kaufen, das kann man kaufen. Federn lassen sich immer gut verkaufen. Federn. 52 Federn behalte ich mal noch. Und ich werte ein bisschen Zeug auf. Bin duschen, AFK. Viel Spaß. Nicht vergessen, Klamotten anzulassen und Strohhut. Sehr leise gestellt. Falls du den Gag verstanden hast. Das beabsichtigt, dass das Game zu einem Star Trek-Bild switcht. Und hi, jedes einzelne Mal, wenn ich mit meiner Maus auf dem Zweitbildschirm raustappe, schmeißt sich das Spiel runter und dann siehst du mein Hintergrundbild vom Desktop. Das ist nicht beabsichtigt, das liegt aber am Spiel und ich kann es gar nicht verhindern. Weil ich tappe ja während des Streams 150 Millionen Mal aus dem Spiel raus, nur wirft sich dieses Spiel halt dann runter die Taskleiste, was total bescheuert ist. Das ist spielbedingt. War nicht böse gemeint, ja, macht nichts. Habe ich jetzt auch nicht als allzu böse aufgefasst. Aber es ist halt nicht der Erste, der fragt und mich ärgert das selber und ja. Da kann es dann passieren, dass ich mal ein bisschen grantig reagiere. Ich könnte die Hersteller erwürgen für diese Sache. Jedes Mal, wenn ich bei mir lauter oder leiser drehe oder was nachbrustere, zack, ist das Spiel wieder unten und das ist mein Star Trek-Bildschirm, den ich extra gebastelt habe. Damit die Leute nicht irgendwelchen Unfug sehen im Hintergrund. Den ich sonst so noch eigentlich in meinem Hintergrundbild so habe.
Heilige Scheiße. 18 Minuten, ey, das ist ja. Boah. Na gut, fahren wir mal zum Händler. Mach diesen Unsinn hier weg. Wobei, Pflanzenfaser kann man gut als Brennmaterial nehmen. Blablabla. Ach, jetzt kann ich übrigens wieder lauter machen. Was übrigens gleich wieder dafür sorgt, dass ich aus dem Spiel raustappen muss. So bin ich mehr AFK, okay. Aber das Bild bringt mich auf eine andere Frage. Ich nehme an, dass du Star Trek magst und vielleicht auch die neue Star Trek Serie kannst. Weißt du zufällig etwas genaueres, wann die nächste Staffel herauskommt? Ich habe die schon komplett geguckt. Die neue Staffel, die neue Star Trek Serie. Natürlich, ich habe alle 13 Filme gesehen und alle... Wie viele sind es? 6 oder 7 Serien? Also es gibt keine Folge von irgendwas an Star Trek, was ich nicht geguckt habe. Ich habe was in Wikipedia drüber gelesen. Das dauert noch eine Weile. Die haben ja gerade schon angefangen mit Drehen. Also vielleicht nächstes Jahr oder so. Aber ich weiß es nicht mehr 100% genau. Oder die haben vielleicht schon angefangen mit Drehen. Aber sowas braucht immer ein knappes Jährchen. Auch nicht so der Fan. Ich gucke meistens, fange ich Serien immer erst an, wenn 3, 4 Staffeln raus sind, damit es sich überhaupt lohnt. Aber die neueste Serie habe ich jetzt auch angefangen, weil so viele Leute hier in Twitch drüber gesprochen haben. Da habe ich dann auch angefangen. Ich bin wieder in Geld losgefahren. Ich bin doch Adept. Ach übrigens, das, was du da im Hintergrund gesehen hast, ist mein Lieblings-Star Trek-Film von allen 13 Teilen. Da bin ich genauso eigentlich, aber es gibt Ausnahmen. Star Trek ist eine davon, genauso geht's mir auch. Star Trek als einzige Ausnahme. Hier kann man es sehen. Star Trek 4, also den Film habe ich schon so oft gesehen. Ich könnte baden in diesem Film. Das ist der coolste und witzigste von allen. Und am DeLorean mit dazwischen gemanscht. Ist eine Eigenkreation, das Bild. Ah, die neue Serie ist gar nicht mal so schlecht. So, wo ist mein Chat? So. Ach, kann man nicht mehr. Kann man nicht hier. Make it snappy. I gotta take a crap. Na, geht doch. Hast du ein CRU? Oh oh, bin ich noch da? Nein, er hat kein CRU. Genau, das Ding hier. Es riecht nach Werkbank. Geschmiedetes Eisen, mechanische Teile, sehr viel Steine und Lehmklumpen. Habe ich zum Glück alles. Also auch wenn mich einige wegen der Aussage wahrscheinlich verachten, ist mein Lieblings-Star Trek Star Trek Enterprise. Du meinst den aus die Serie aus den frühen 2001er Jahren? Mit Captain Archer? 2005. Ja, liebe ich. Die liebe ich, die Serie. Das ist es. Es gibt für mich jetzt nicht so sozusagen die schlechtere oder die bessere davon, aber
Das ist eine meiner zwei Lieblinge. Nein, theoretisch habe ich drei Lieblinge. Aber da muss man auch langsam mal aufhören. Ja, ich habe drei große Lieblinge. Ja, die Serie ist geil. Ist einer der allerbesten. Finde ich auch. Ich bin da ganz bei dir. Ich würde jetzt zwar nicht meine Hand dann vorlegen und sagen, das ist die beste, aber ich weiß, die Serie ist mega. Unterschätzt. Und ich lynche dich nicht dafür. Ich gebe dir sogar goldenen Orden für diese Aussage. Du bist nämlich einer der Ersten, die das sagen. Im Internet liest man immer nur negative Kritiken. Die Serie war geil, die hätte noch vier Staffeln haben können. Und ich werde die bald mal wieder gucken. Ich habe die alle vier Staffeln einmal durch und dann habe ich die ersten beiden Staffeln nochmal so halb angefangen. Ich wollte sie mir nochmal ganz reinziehen. Ich sage nicht, dass es die beste ist. Ich sage nur, dass es für mich meine Lieblingsserie von Star Trek. Jo, ich weiß, wie du das meinst. Ich bin ja trotzdem voll bei dir. Generell finde ich die Serien gut, die von ganz bestimmten Machern sind. Es gibt da so immer zwei Leute, die sind da dran hauptsächlich beteiligt und die haben die Älteren. Seit den 80ern mischen die schon mit. Und immer wenn die beiden am Werk sind, dann entstehen richtig geile Star Trek-Serien. Ich finde es schlecht und gut ist schwer zu sagen, weil jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ja. Es ist klar. Gut und schlecht, das ist so zwei unendliche Relativen. Aber du hast mich daran erinnert, dass ich diese Serie nochmal gucken wollte. Zwingend. Kennst du den Film Star Trek 4 eigentlich? Hast du auch alle geguckt? Tülülü. So. Da steht immer noch brav Schießpulver her. Pflanze sich mal so nebenbei Kaffee an. 1 Ausnahme, die bezieht sich aber nicht auf Star Trek. Die Serie von Zelda ist wirklich schlecht und eine Enttäuschung für jeden, der Zelda mag. Oh! Okay, da kann ich nur bedingt mitreden. Zelda habe ich immer nur früher die 2D-Spiele gespielt. Und nur 2 3D-Spiele. Waren es doch schon 3? Ich habe hauptsächlich die 2D-Zelda gespielt. Und ansonsten kann ich nicht groß mitreden. Ich habe noch nie einen Zelda-Film gesehen. Generell, Videospielumsetzungen sind eh so eine Sache. Dann wächst mal meine Pflänzchen, wächst. Okay, ein Kruzibill muss man sich selber basteln. Ich höre schon wieder Zombies. Na, wo machen sie mir wieder Stacheln kaputt? Ihr habt keine Chance. Ihr habt schon verloren. Ihr seid nicht mal bis zur doppelten Schutzmauer gekommen. Noobs! Kannst du auch Molotow? Ja, jetzt ja, stimmt. Jetzt wo du das sagst, aber ich habe kein Benzin. Ich habe so schon fürs Moped immer zu wenig. Muss ich ja schon ein paar Autos pflücken. Aber UFO, hast du eigentlich den Film Star Trek 4 geguckt? Kennt den überhaupt einer außer mir? So.
Haben sie Spitzen ja kaputt gemacht? Ja, die eine. Naja, man muss sie sehen lassen. Sie haben es versucht. Star Trek 4 fand ich nicht so berauschend. Was? Das ist vom Humor her genau mein Fall. Schade, Uwe. Das ist nämlich einer, der sticht aus allen Filmen heraus. So ein bisschen. Na gut. Also wenn du Benzinprobleme hast, könnte ich dir einen Tipp geben. Ich weiß auch nicht, ob Tipps erlaubt sind. Als allererstes Mal, diese Aussage war das Schönste, was ich je hier auf meinem Kanal gehört habe. Ich wünschte, alle würden mich das vorher fragen. Generell sind Tipps erlaubt, aber wenn es zu kompliziert wird, nützt mir es nicht, weil ich als Anfänger sehr sachte vorgehe. Also ja, du kannst es mir sagen, aber ich will nicht unbedingt Klitsch ausnutzen oder irgend sowas. Also wenn es Klitsch ist, dann mache ich es halt nicht, aber kannst du mir trotzdem sagen. Ansonsten, wenn es Spiel intern ist, dann kannst du es mir auch sagen, aber wenn es zu komplex ist, dann mache ich es halt nicht. Ne? Was ich nicht mag, sind ja Zuschauer, die das Spiel so 7 Jahre lang spielen und die mich mit Informationen überfluten. Sowas mag ich nicht, aber ja, Tipps sind erlaubt. So. Was nicht erlaubt ist, sind Story-Inhalte zu spoilern. Da werde ich grantig. Schwarze Gotthose. Also in der Wüste, wenn man etwas tiefer gräbt, kommt Ölschiefer. Das kann man zu Benzin verarbeiten, der Chemiebank. Cool. Bin ich schon drauf gestoßen vorhin beim letzten Stream. Da war ich in der Wüste und neben der Wüste war ein Schneebiom. Und da war an der Oberfläche Ölschiefer. Also ich habe schon ein bisschen was davon. Ich meine, 12 Schiefer sind 100 Benzin. Okay, cool. Ja, aber das ist im Moment noch nicht für mich, weil brauche ich eine Chemiebank. Habe ich noch nicht gebaut. Und ich will mich nicht überfordern mit den ganzen Rezepten. Da gehe ich sehr langsam vor. Ich probiere schon mal meine Werkbank aus, die ich ganz neu habe, noch nie getestet. So, 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 so. So. So, so. Also Chemiebank ist noch nichts für mich. Will mich nicht überfordern. Will mir, wenn ich die Rezepte ausprobiere, sie mir ja auch merken. Aber ich sammle schon mal im Vorbeilaufen Ölschiefer, ja. Immer wenn ich mal aus Versehen. Oh, Vitamine. Vitamine, Vitamine, Vitamine. Mit Vitaminen kann ich Dings erhöhen. Sie hat leider ein 12-Sekunden-Gedächtnis. Ja, das stimmt. Ich habe es eh morgen schon wieder vergessen. Dennoch ist es verboten, Filme zu spoilern. Da werde ich sehr grantig. Oder sehr tiefgründige Videospiel-Story-Inhalte. Da mag ich nicht. Da werde ich sauer. Machen wir schon mal gesund. Hier, Schluck, Schluck, Schluck. Schluck. Jawohl, jetzt bin ich wieder auf 83. Story Deadpool sollte ich auch wieder mal spielen. Okay. Da kann ich dich voll verstehen. Ich finde, in Spielen ist die Story eigentlich etwas, was man selbst entdecken will. Ja. Ja.
Ich finde es zwar bei Filmen noch Attacken schlimmer, wenn man es nur dort verrät, aber ja, muss auch nicht in Spielen sein. Ich könnte noch hier draußen um den Baum herum was legen. Ach, die kann man noch Stahl verstärken. Ja, warum muss ich so Kruzifix basteln? Das kriege ich mit geschmiedeten Stahl noch hin. Ich muss mich aber mal 2 Minuten vom Rechner lösen. Der Kaffee ist leer. Jo, mach mal. Alles super. Ufo hat sich schon vorgesorgt. Sag mal, Ufo, bist du schon fertig mit Duschen? Ich dusche noch. Lol. Eisen schon wieder alle. Ich hasse das Spiel. Ich hasse es. Es schluckt so viel Eisen. Es schluckt und schluckt und schluckt. Stell mal 40 Barren her. Fertige mal wieder. Das Spiel belästigt mich schon wieder mit dir Rumpel. Fertilizer, was für Dinge? Egal, ich es auf. Ich weiß, dass das irgendwas mit Düngen zu tun hat. Papier. Papier kann man gut verkaufen. Wir hatten meine Hacke. Wie viel hat meine Hacke? 72. Das musst du schon mitnehmen. Jetzt ist jedes Mal packt er die Kerze weg. Ein Bodo oder wie die heißen. Bist du eine Einsteigerbiene? So, was wollte ich jetzt? Denk nachher. So. So. Ich würde gerne wissen, was man aus Messing Schönes machen kann. Okay.
langsam aber sicher. Da könnte man auch eine Kiste anbringen, oder? Oder dort? Nee, nicht Lagerkiste. Wie heißen die Dinger? Truhe? Hübsch. Langsam aber sicher mal das Zeug rüberrüppeln. Da oben kommen die Zombies schlechter ran. Ich alles auf einmal, immer nur ein bisschen. Ich habe es aber ewig nicht mehr gespielt, weiß nicht, was alles neu ist. Okay. Hier haben wir Schiefer. Mechanik-Parts brauche ich gerade. Um dieses Kruzifix zu bauen. Mechanik-Parts, kleiner Stein. Lehm 900. Okay. Geschmiedetes Eisen 40. Gleich mal ein bisschen Lehm hier raus. Ja, ich da oben die Lara. Lehm, kleiner Stein, Eisen. Jetzt müsste es basteln können. Das muss man aber, glaube ich, schmieden, das Ding, hä? Ach nee, hier muss ich es herstellen. Tatsache, du. 10 Minuten! Eine halbe Stunde muss ich los. Ach, wie schade. Dabei hätte ich doch noch eine Stunde gemacht. UFO, mach doch nicht sowas. Das ist echt mal. Was kann man noch als wertvoll einstufen? Das Geld? Diese Dinger hier? Ich weiß bis heute nicht, was ein Gebietsschutzblock ist.
So, jetzt habe ich schon mal noch 40 Eisen dabei. Ach ja, der Tisch stellt mir das gerade her. Ein Kruzifix. Kruzippler. Ich gebe das mal in meinen Übersetzer ein. Kruzippler. Wie spricht man es aus? Crucible. 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 Freaking English. Crucible. Okay. Crucible. Ich habe ein geiles Englischprogramm, das spricht die Worte sogar für mich aus. So. Auf Deutsch? Schmelztiegel. Sag ich doch. Gleich noch ein bisschen hier Lehm reinpacken. Warum leuchtet Lehm eigentlich grün? Man weiß es nicht. Aber ich habe jetzt Schießpulver ohne Ende. Ach ja, die mechanischen Teile. Irgendwie Spitzen, Geschossspitzen, das hier Rätsel und das hier Rätsel. Patronen, Leute. Ach, das dauert aber alles. Das ist boah. Ich könnte unterwegs sein, Eisen abbauen. Wahrscheinlich kann man aus dem Angelblei irgendwie Spitzen machen. Das sind die beiden Grundzutaten für Ditte. Das sind bestimmte Grundzutaten für Ditte. Ich will unbedingt noch Stahlpfeile herstellen. Läuft doch. Bei mir? Jo. Ich habe bald ein Grutzebitzitzebitzitzitze. Genauso heißt das. So, hier nochmal auf Deutsch. Moment. Hör hin. Schmelztiegel. Aha. Oh, wir haben ein Ding, da qualmt und qualmt und qualmt. Baue ich mal weiter Eisen ab. Ich habe schon richtig viel abgebaut, aber es reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht.
Trutzeble. 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 Hinter dem Berg da, da waren so viele schöne Steine und noch schönere Zombies. Wie viel Holz habe ich allerdings schon wieder verloren? Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, kann ich ja bald reparieren. Hab ja wieder 40 geschmiedetes Eisen bei mir. Also wenn diese Kurzform kaputt gehen ist, wirklich viel Power hat die dann nicht mehr. Hier Eisen. Die Welt braucht mehr Eisen. Also baue ich Eisen mit einer Eisenspitzhacke ab. Ich stehe wirklich nur noch einen Nanomillimeter davon entfernt, Stahl herzustellen. Ich freue mich sowas von auf Stahlpfeile, das kann sich keiner vorstellen. Ich und mein Eisen, ich und mein Eisen, mein Eisen, mein Eisen, mein. Ich und mein Eisen, ich und mein Eisen. Ja, sowas Cooles gibt's in The Forest nicht. Das Spiel ist Welten The Forest überlegen. Und kann Spielen in Minecraft mithalten. Langsam bin ich müde. Oh cool, Verbände. In einem Baum. Immer her, das gute Holz. Irgendwie wird meine Ausdauer nicht weniger, ob das an der Vitamine liegt. Ja, Hyatt. Gibt man noch einen kleinen Booster drauf. Kein Dorsch, mein Typ. Braucht für Stahl tatsächlich diesen Schmelztiegel? Keine Ahnung warum. Weiß das irgendjemand, warum man für Stahl einen Schmelztiegel braucht? Wie das in Real Life so gehandhabt wird? Ich dachte eher, dass mir das Holz ausgehen wird, aber nein. Der Stahl ist mir ausgegangen. Das Eisen meine ich. Ja, wieder Schaufeln.
Er baut mir bei den großen Dingern immer zu viel Stein ab und zu wenig Stahl. Ja, ist die Wirklichkeit auch so. Allerdings ist es heutzutage etwas größer als Nut. So ein kleiner Tiegel, aber das als nur so ein kleiner Tiegel, aber das Verfahren stimmt. Also man muss irgendwas mit einem Schmelztiegel da machen, um Stahl draus zu gewinnen. Ich dachte, man nimmt einfach so rot glühendes Eisen, gibt ein bisschen Kohlenstaub drauf, walzt es dann zusammen und haut nochmal mit einem Hammer fertig. So stelle ich mir Stahlherstellung vor. Ich weiß nur, dass man da irgendwie Kohlenstoff mit reinballern muss. Was das mit einem Schmelztiegel zu tun hat, weiß ich natürlich nicht. Ich wundere hier halt, dass man keine Kohle braucht. Das ärgert mich so fast, dass man den Kohlenstoff nicht dafür verwenden muss. Sondern das ist einfach nur, wie bei der Eisenherstellung, dieselben Zutaten. Eisen mit Lehm. Das rote flüssige Zeug wird in einen Tiegel flüssig gemacht. Ja, dann ist es auch immer noch Eisen. Das heißt, es wurde mit aller Zeit. Aber wie wird es denn zu Stahl? Flüssiges Eisen in eine Dopp raff ich noch. Ich habe jetzt echt hier jeden Stein weggeballert. Ja, hacken wir noch ein bisschen Holz. Die Axt ist auch gleich hin. Genau. Einmal reparieren. Schluckt zwei Barren. Da ist eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit einem Kohlenstoffmassenanteil von maximal 2%. Maximal? Ich habe das mal vor Jahren auf Wikipedia gelesen. Ich dachte, es ist minimal 5. Aber ich weiß halt, dass halt Kohle rein muss. Ich weiß nicht, ob man einfach normale Kohlen nimmt und das zu Pulver malt. Dass Kohlenstoff in, gerade im Nanobereich richtig stabiles Geratze ist, weiß ich. Aber ob man da einfach so Gruß genommen hat, so Kohlegeratze, so. Also halt eine Kohle aus der Erde und die dann zerballert und dann damit reinkippt. Das ist halt das, wie ich es mir vorstelle. Also ich würde einfach eine Kohle nehmen, die zu Pulver malen und damit in den Schmelztiegel reinkippen und damit einen Löffel umrühren. Und dann nenne ich das Ganze Stahl. Aber ob das so ist. Ich muss es nochmal googeln. Die Herstellung selber. Dass es Eisen mit Kohlenstoff ist, weiß ich aber halt nicht, halt wie sie das zusammenbringen, diese beiden Dinge. Naja, mit einem Löffel umrühren. Ich weiß, das ist ja sehr heiß. Ich weiß, das sind zigtausend Grad. Wenn da in normalen
was weiß ich, Edelstahl-Esslöffel nimmst, ist er sofort mit Teil der Masse. Aber vielleicht macht man es ja, keine Ahnung. Der Tiger ist ja selber aus eugebrannten Stein, damit er nicht mitschmilzt. Der Tiger selber ist ja nicht mal aus Metall, glaube ich. Ist aus eugen Ton oder so. Wobei hier in dem Spiel ist der Tiger aus geschmiedeten Eisen, aber das verraten wir keinen. Das wird so ewig dauert. Hier, fang schon mal mit Zerlegen an. Also rechnet jetzt jede Hacke kaputt. Egal. Die Hacke hin ist, fäll ich Holz. Nee, Ufo, ich nehme einen Holzkochlöffel. Ach ja. Plastelöffel. Kaputt. Ah, wir haben ja noch mal eine Nothaue hier. So, ich muss los. Bebe. Jo, ich auch bald. Dann viel Spaß. Mach keinen Unfug. Meine Güte, macht das Laune, wenn das Ding scharf ist. Beziehungsweise neu. Gerade ein Hund an mir vorbei rannt. Wie Stühle, die Zombies.
Machtmauer-Ding. Muss ja eh warten noch 4 Minuten. Tut man nicht alles für 2500 Eisen. Ja, der ist auch hin. Alles ist hin. Jetzt habe ich ihn schon. 2,5. Läuft. Schneller fertig. Kann ich erst, wenn ich Level 60 bin. Ja, was bin ich denn? Level 51. Schade.
Okay, das war vielleicht ein bisschen viel. Ein bisschen viel. Was? Kaffee? Nacht wurde zu lang, habe das Verfahren in meinen Worten mal erklärt. Ach so, ja, stimmt. Du musst ja bei Twitch sehr aufpassen. Das hackt, das macht Sens weg, wenn du zu lang machst. Ja, kenne ich, nervt. Privat kannst du mir aber sowas schicken. Privat geht das, glaube ich. Da. In der Flüsternachricht. Muss mir auch vorher mal als Freund adden oder so. Ja, Eisenpfeile. Kommende Eisenzeit. So. So, jetzt habe ich ein 2,6. Für Eisen habe ich 2,5. Weg. Das ist ein Verfahren, was ich kenne. Es gibt noch ein Elektroverfahren, wo ich leider nichts zu sagen kann. Nee, mich interessiert das hier, wie man es im Mittelalter macht. Mit Topf, Pfanne und Löffel. Habe ich dir gehört, ich will Zeit, das kannst du mal reinschauen. Moment, ich gucke erst mal, ob es angekommen ist. Noch einmal, noch weil es so schön war. Schmelztiegel. Ach, hier, witzig, ein Link für euch alle. Könnt ihr euch mal reinziehen. Sonst muss ich es unterteilen. Plaru. Der Text endet bei oder das Thomas-Verfahren, dessen Erklärung kann ich LE. Und mehr steht da nicht. Dessen Erklärung kann ich LE. Ich glaube, da fehlt auch wieder ein bisschen was. Mann, Mann, Mann. Machen wir immer nur 10 rein. Hier, Müll jetzt mal. Es riecht auf, es stört. Die riecht immer, wo wir da noch ein paar Scheine finden. Schießpulver.
Sekunde, ja. Mach drei Teile draus, also. Dann mal gucken. Die erste Nachricht ignoriere am besten, das ist komplett durcheinander. Proffel. Okay, ignoriere sie. Sagt in der Uhr. Ich wollte gleich aufhören. Besser, Moment, muss ich wieder raustappen. Sechs Nachrichten habe ich jetzt. Ja, sieht nicht schlecht aus. Okay, lese ich mir nachher durch. Sieht vollständig aus. Sechs relativ kleine Abschnitte. Ich will, dass es so lang ist, ich habe es versucht zu kurz. Brauchst du dich bei mir nicht entschuldigen für sowas. Ich bin selber jemand, der. Also YouTube-Kommentar ist bei mir fast nie unter ein zweiseitiges Word-Dokument. Ich erkläre Leuten auch gerne, wie die Dinge so sind. Und das ist dann auch empfunden, ist es sehr kurz in meiner Welt. Weil die Leute ermüdet das immer, das zu lesen. Also du kannst mir halbe Romane schicken. Aber dann kann es halt passieren, dass ich 2 Wochen brauche, bis ich mich dazu überwinde, zu lesen. Aber wenn ich es lese, lese ich es dann sehr gern. Sehr intensiv und vollständig. Und Konzentration, allen drum und dran. Blabbo. So. Wobei ich gerade eine Seite gefunden habe, wo es, denke ich, besser erklärt ist. Die schickt. Ja, klar. Dann lese ich mir das auch durch. Wenn noch Fragen sind, rufe ich dann die Seite auf. Dann frage mich in ein paar Tagen nochmal, ob ich es gelesen habe. So. Zacki, 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 zacki. Da hinten ist noch ein Stein. Cool. Ach, was ist das hier? Ach, Blei.
Vielleicht kannst du mir mal helfen, wenn du die Wahl zwischen wieder Rahmschnitzel oder Hawaii-Thunfisch, Zwiebel, Salami-Pizza hättest, was würdest du nehmen? Ah Gott, das ist ja ein mehrfacher Trigger. Als allererstes möchte ich erwähnen, ich kann mich leider gerade nicht entscheiden, nehme einfach, was du sagst. Ich werde dir eine Antwort geben, aber ich hole einen Tacken aus, okay? Als allererstes muss ich erwähnen, dass ich Vegetarier bin. Und all die erwähnten Sachen, die aus Fleisch bestehen, nur als Soja- und Weizennachmache zu mir nehmen würde. Aber Fisch. Fisch ist etwas, was ich abgrundtief hasse und noch nie in meinem gesamten Leben gegessen habe. Noch nie. Das stinkt so ekelhaft, damit kannst du mich jahren. Und ich schmeiße jeden aus dem Zimmer, aus dem Raum, aus dem Haus, der in meine Nähe mit Fisch kommt. Also nimm die Pizza. Quatsch, das Rahmschnitzel. Nee, da fällt nicht alles weg. Ich esse sehr gerne Salami nachmache, Schnitzel nachmache, jeder Art. Und ich esse auch sehr gerne Teewurst nachmache. Ich habe früher auch normale Teewurst gegessen, in Anführungsstrichen. Okay, dann bestelle ich, aber auf keinen Fall, iss nie wieder in dein Leben Fisch, okay? Das ist so eklig. Ich habe bis heute nicht ein einziges Mal einen Fisch gebissen. Ich weiß nicht, wie Fisch schmeckt, aber ich weiß, wie es riecht. Und das hat mir gereicht, da nie reinzubeißen. Ich finde Fisch sehr eklig, das ist, nee. Wenn Tanja jetzt hier wäre, würde sie mich damit jetzt absichtlich triggern. Ich bin froh, dass sie gerade nicht da ist. Oder war das Cat? Ich glaube, die haben mich beide schon getriggert mit Fisch. Nee, Fisch ist ganz widerlich. Ich weiß nicht. Musst du mal getrocknet halten? Nein, danke. Ganz doll eklig für mich. Ich möchte keinen Fisch, nur lebend. Ausschließlich lebend, im Aquarium. Ansonsten will ich mit Fisch nichts zu tun haben. Uah. Ist einfach nur eine Pizza Hawaii und gut ist. Ohne Fisch. Oder halt Rahmschnitzel. Ich esse übrigens am allerliebsten vegetarische Schnitzel Cordon Bleu von Rügenwalder. So. Der wird 50 Kilometer von jedem Menschen getrocknet. Weil er so stinkt. Igitt. Ja, dann einfach nicht trocknen. Leben lassen im Meer. Gut ist. Warum sollte man ein Hai töten? Hat keinen Sinn. Lass ihr leben. Das ist ja widerlich. Nicht drüber nachdenken. Generell gilt das übrigens für alles, was aus dem Wasser kommt. Auch Krabben und Garnelen habe ich gerochen. Riecht alles wie Fisch. Also ich kann nichts essen, nichts riechen, was aus dem Meer ist. Essen schon mal gleich gar nicht. Wovor ich aber immer relativ wenig Ekel hatte, waren jetzt getrocknete Insekten. Sowas wollte ich immer mal probieren. Aber ob ich es heutzutage noch tun würde, weiß ich nicht. Hab's jedenfalls nie getan. Das finde ich jetzt zum Beispiel relativ gar nicht eklig. Hatte mal darüber eine Doku gesehen und fand es recht erstaunlich. Was über Haie? Über getrocknete Haie? Oder was? Über Hai, okay. Ja, nee, sind wunderschöne Tiere. Ich würde sie leben lassen. Generell würde ich alle Tiere leben lassen. Außer noch eine andere Geschichte. Und im Meer stirbt ja eh gerade alles aus. Wale, Haie, Robben.
Ne, Insekten ekelhaft jetzt nicht, aber da ich die Wahl habe, was ich esse, bleibe ich bei meinen Schnitzeln. Ja, ich bleibe auch bei meinen vegetarischen Mühlenschnitzel, Cordon Bleu. Schweine, lecker. Könnt drin baden, könnt mich reinsetzen. Leider habe ich aktuell keinen, aber ich habe noch Seitan. Ist zwar schon verfallen, aber so ein Zeug verfällt eigentlich nicht. Das behauptet das Datum nur. Ich werde mir vielleicht die Tage meine Pizza machen und Seitan und Gewürzgurken drauflegen und ein halbes Gewürzglas voll mit Oregano. Schweine lecker. Ich mache nämlich meine Pizza immer von Grund auf selber. Seitan ist für mich übrigens eines der leckersten Dinge überhaupt. So am Rande. Also wenn du das nächste Mal nicht entscheiden kannst, im Zweifelsfall immer den Fisch weglassen. War vegan. Das, wo man keine gepflückten Pflanzen essen durfte, sondern nur von Bäumen abgefallene. Nee, nee, nee. Das, was du da beschreibst. Oh, ich weiß gerade den Namen nicht. Vegan war das nicht. Vegan heißt gar keine Tierprodukte. Kein Honig, kein Ei. Keine Milch, kein Käse und kein Fleisch. Das ist vegan. Das habe ich mal probiert ein Dreivierteljahr. Zu 80-90%. Das bekam mir nicht ganz so gut. Ich bin bei vegetarisch geblieben. Und es gibt aber sowas, die wollen die Pflanze auch nicht töten, ja. Die essen dann runtergefallene Früchte und Nüsse. Das ist aber ein Extrem, damit dann da. Nicht in diesem Leben. Nein, danke. Tut mir leid, habe ich verwechselt. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ja, ich kenne alle veganen Unterarten. Zum Beispiel Frutarier, Leute, die nur Früchte essen. Und aber hier Veganer, die essen natürlich auch Wildkräuter hauptsächlich. Getreidearten und Nüsse. Damit man alle Stoffe erhält, die man so braucht. Da ich aber... Ich hab hier auf meinem Zweitkanal übrigens vor ein paar Wochen ein dreiviertelstündiges Video gedreht, wo ich meine Lebensgeschichte der letzten drei Tage vegan, letzten drei Jahre vegan erkläre. Jedenfalls, wenn man sich so eintönig ernährt wie ich, ist vegan keine gute Idee. Wenn man sich sehr abwechslungsreich isst und mühevoll kocht, ist vegan eine gute Idee. Den Tieren zuliebe. Auch Milchkühe ist nicht so angenehm für die Tiere. Also Respekt an jeden, der es kann. Ich liebe mein Fleisch. Ja, ich liebe Fleisch auch, aber mir reichen die Nachmachen. Die sind sehr gut heutzutage. Das kannst du echt kaum noch von gerade hier Rügenwalder Zeug da. Da denkst du echt, das ist Fleisch. Das ist nicht mehr zu unterscheiden. Für mich zumindest nicht mehr. Fleisch und Hai. Ja, Hai. Was geht?
Okay, ist zwar jetzt ein großer Satz in Richtung unnötiges Wissen, aber der längste deutsche Wort. Fleisch, du Roffel. Ja, sag mal. Rindfleisch-Etikierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Roffel. Ach, zusammengesetzte Wörter, ja, da tage ich in meiner Schulausbildung den ganzen Tag mit meinem Kumpel solche Wörter erfunden. Also das ist, ach, da geht mehr. Da geht mehr. Wollt ihr mal ein Wort mit 7 oder 8 W hören? Das ist das längst existierende deutsche Wort. Wahrscheinlich offiziell, ja. Aber man kann ja selber sich, also koffern. Also zusammensetzen kann man unendlich viele Wörter. Wollt ihr mal ein Wort mit 8 W hören? Zumindest glaube ich, dass es 8 waren. Vielleicht waren es auch nur 7? Ne, 8. Es sind 8 Ws. Ich hau's mal raus. Zwiebellever war Schlappe. Das ist nicht Hochdeutsch. Aber es hat 8 W. Ach ja. Ich pick hier munter weiter und stelle jetzt auch fest, dass mein Ausdauer der Arbeit zur Neige geht. Mal was essen. Der Zombie da hinten haut einen Stein. Nope. Null Angst vor dir. So. Zack. Zack. Ich wollte eigentlich schon längst aufhören mit Stream, aber ich könnte es ja jetzt nachmachen, Stein hacken.
Was? Fehlte mir gerade noch. Ich muss weg. Und wenn zum Schild zusammen gehen. So, mein Bett. Da lang. Du Scheiße. Mal auch mal die Gegend merken. Okay. Ja. Er hat jetzt das längste deutsche Wort, ich nicht. Meinst du überhaupt gelesen oder hat der Chat das blockiert? Blockiert. Weiß auch nicht warum. Also ich sehe es jedenfalls bei mir nicht. Wundere mich, wieso sagt der nichts drüber? Ja, sorry, passiert manchmal, ne? Einfach nachfragen. Was kommt vor? Schenke. Brennt munter weiter. Das dauert ja noch Jahre. Wenigstens ist da auch schon mal ordentlich Zeug drin. Was ist denn ein Brass? Lead ist Blei. Stone. Stone nimmt da auch. Ja, Tatsache, du. Das Wort, wo ich habe, besteht aus 12 Zeilen. Ja, das ist natürlich... Ich glaube, das wird wohl nichts mehr. Ach du Scheiße. Wieso dauert das jedes Mal so lang? Oh.
Nee, das ist nicht mehr normal. Das ist Irrsinn. Hat er mein Schmelztiegel jetzt wenigstens fertig? Tatsache, 40 Patronen Schmelztiegel. Ich krieg mir nicht mehr hin. Kann man rausnehmen? Ja, kann man. Hallo? Hallo, Hashi? So. So, genau. Federn kommen dahin. Pistole hier hin. Halt, wir wollen uns woanders stehen. Ja, auch Jens trinkt 4000 Fasern. Zack. Ja. So, kurzzeitig weg. Kann man bei dir mitspielen? Nein, kann man nicht. Ist nicht mein Server. Kommen nur ganz wenige handerlesene Leute drauf. Ich fasse es nicht, ich habe Munition. Wahnsinn. Jawohl. Na gut, Leute, ich mache da mal Schluss für heute. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.